Kenny, geht's dir gut? Ist da oben etwas? Ist da oben ein Zombie oder so? Ich hoffe nicht. Kenny, bitte sei okay. Ich meine, niemand hat geschrien oder so, also. Kenny? Was macht er da? Kenny, you okay, man? Was ist los? Oh, Jesus. What the hell is that? Was? Oh mein Gott. Oh nein. Oh, das ist so deprimierend. Looks like Duck, don't he? Oh, don't, sag das nicht. It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to Oh death. nein. Jesus Es Christ. verhungert da oben. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Wo war denn seine ganze Familie? Ich kümmere mich drum, I can't ask Kenny. you to do this, man. I'll take care of it. Like I did before. Kenny, Are you wirklich? sure? Ja. I guess we'll find out. Oh no, was? Oh, der kleine Junge ist hier oben gestorben. Einfach verhungert ganz alleine. Aber wo war denn seine Familie? Unten war doch alles ausgeräumt und. War er ganz alleine in dem Haus für eine Weile? Ich meine, haben seine Eltern ihn verlassen oder? Oh, das ist grauenvoll. Aber warum musste Kenny das jetzt Poor sehen? kid must have tried to hide out up here until he starved to death. Oh, this could have been Clementine if I hadn't found her when I did. Oh no. Ich werde dir nicht zertreten. Ich würde ja gerne die Waffe benutzen, aber das wäre viel zu laut. Oh, das arme Kind. Kenny, bitte guck einfach weg. Sieht wirklich so sehr wie Duck aus. I'm sorry. Oh, no. Gott sei Dank ging's schnell. Ach, Mann. We should bury him. Ja. I'll take care of it. Das hat der Junge verdient. Kenny, tut mir so leid. Warum musste er das ausgerechnet entdecken? Erst die Sache mit Doug und jetzt plötzlich ein anderes Kind, was da alleine war und verhungert ist. Wir können ihn zum Hund dazulegen. Das Grab ist wenigstens schon offen. Das wird es wahrscheinlich auch sein, ja. Kann wenigstens mit seinem besten Freund begraben werden. Es ist so deprimierend. Leg dich zu Walter. Das arme Kind. Oh, es ist so furchtbar. Ich würde gerne wissen, was mit ihm passiert ist, ob er einfach zurückgelassen wurde oder nicht. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Es war alles so leergeräumt, als ob jemand abgehauen wäre. Und da waren nirgendwo Leichen. Na, außer er. Wir müssen das jetzt die ganze Zeit machen. Oh, Clementine, guck uns nicht zu dabei.
will nicht, dass ihr sowas seht. Ist fast begraben. Ich hoffe, ihn gibt es danach besser. Wow, hallo? Wer bist du? Hey! Hey! Wer war das? Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? Was war bestimmt dieser Stalker, der mit Clementine redet? I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? And man. Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Bestimmt. Aber warum steht er da so offensichtlich? Jimmy? I'm fine. I'm fine. Bist du wirklich What's okay? All the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Will you search it if you wanna? I'm done with this house. Ach komm, Kenny. We came to the city to find Beim Boot a boat, brauchen wir auch Vorräte. And that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one I more... said I'm done with this house. Kenny, wir brauchen Vorräte auch auf dem Wasser. Wir brauchen Wasser zum Trinken, Essen, Medikamente. Wer hat eine Angel? Ich verstehe ja, was mit ihm los ist, aber bitte. We can do both. Ben, you take one last look around the place. Ja. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Wir müssen uns das Boot, bleib hier und hilf. Bleib hier erstmal und hilf, wir können danach gucken. I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Yeah, I'm Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Wieso sollte er mitkommen? Der kann doch sowieso nichts. Nichts für ungut, Ben, aber bleib und beschütze Clementine. Pass auf Omid auf. That's not how it is, Ben. Ach, warum nehme ich das mit Clementine? Der hat ja eben nicht mal auf sie aufgepasst. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Ja, auch Menschen, wenn sie gefährlich sind. Good. Ich meine, Ben ist absolut nicht gut als Babysitter für Clementine. Das haben wir ja schon bewiesen gesehen, aber... Ach, naja. Immerhin hat er eine Aufgabe und fühlt sich nicht ganz grauenvoll in der Gruppe. Also nicht unnötig. Er fühlt sich nützlich. Das ist doch gut. Oh, haben wir schon zum Hafen geschafft? Anscheinend ja. Kenny, solltest du dich auch nicht ein bisschen umgucken? Warum verstecken wir uns, während er so casual weiterläuft? Okay, das ist eine sehr unangenehme Szene irgendwie.
Kein Gerede, kein Verstecken, kein Ausschau halten, er geht einfach. Ich glaube, der ist echt ganz schön fertig. Willst du reden? Hey, so, you want to talk about it? About what? About what happened back there, in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Ach, Kenny. Reden kann helfen. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. Das ist eine andere? This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Aber wir sollten uns trotzdem verstecken, solange sie vorbeiziehen. Irgendwie? Ja, genau. What in the hell is going on? Wer läutet denn die Glocke? Ich glaube nicht, dass das der Typ ist, der mit uns geredet hat. Das sah aus wie eine weibliche Figur oder Ninja da oben auf dem Dach. I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Okay, das war wirklich schlechter Witz. Da krabbelt der Zombie. Keine Kraft mehr zum Gehen. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. Was ist jetzt schon wieder? Oh. Ja, ich glaube nicht... There's gotta be. Ich glaube nicht, dass da eins sein wird. Kenny, man, I don't think so. Maybe we need to come up with a new plan. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Ich meine, es sieht nicht aus, als ob da ein Boot wäre. Ich habe doch gerade nur gesagt, da ist keins. Ich piss nicht auf deinen Plan, wie du es gerade gesagt hast. Das ist eindeutig kaputt, Kenny. Das kann man nicht mehr reparieren. Das müsst ihr erstmal da rausbekommen. Das wird viel zu viel Lärm machen. Seriously? You got a better fucking idea. Wie sollen wir das da rausbekommen? Das macht doch viel zu viel Lärm, wenn wir irgendwas finden, das hilft. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Okay. Naja, es gibt doch bestimmt noch andere Häfen, oder? Ich meine, wir müssen ja nicht nur hier suchen, an dieser kleinen Stelle. Können wir noch vorher mit ihm sprechen? I'll just have a look around, okay? Ja, er möchte nicht unbedingt mit uns reden. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Ich will gar nicht wissen, was bei dem passiert ist. Das war wohl die Panik. Warum ist bestimmt niemand mehr? Must have taken weeks to board up all these windows. Wochen? So viele sind das doch gar nicht. Ich glaube, wenn das jeder machen würde, könnte das in einem Tag fertig sein. Oh nein, jetzt habe ich es nochmal angedrückt. Aber das sieht doch aus, als ob man das schnell hinbekommt. Sofern es nicht schwierig war und infiziert war überall. Eine Kasse. Wird da noch Geld drin sein? Hey, also er sollte sich ein paar Münzen mitnehmen. Hat man ja gesehen, dass das bei Larry ganz praktisch war, dass wir Münzen hatten. What the hell are these markings? They're all over the place. AAJ 2 einmal und 680B 1. Was ist das? Ein umgedrehtes A? Mit irgendwelchen Zeichen? Können wir hier lang gehen? Oh, ich höre einen Zombie. Können wir hier rein? Nee. Okay, wir können da nicht lang gehen. Vielleicht ist es auch besser so, wo auch immer diese Geräusche herkommen. Da wollen wir nicht unbedingt hin. Noch mehr Zeichen. Diesmal viermal. Was ist das? Wer hat die denn aufgespießt? Fuck. What is this meant to be? Some kind of
warning? Don't do something like this. Was, wir können sie erschießen? Nee, das wäre Waffenverschwendung. Außerdem Lärm. Also Kugelverschwendung.